Abnehmen ist schwer und wenige wissen das so gut wie ich. Guten Morgen. 30 Jahre Abnehmerfahrung mit allem, was es gibt, hat nun den Weg in mein neues Buch gefunden. Es ist fertig und es ist kaufbereit. Ich bin unglaublich stolz, es nach 3 Jahren nun endlich geschafft zu haben. Kam da immer sowas wie Rohkost vor Lowkost, vegane Welt mit wenig Geld und so weiter, da irgendwie dazwischen. Und ich bin so stolz. Auf 170 Seiten präsentiere ich dir offen und schonungslos meine Geschichte, auch in dem Wissen, dass ich mich nicht unbedingt von der besten Seite präsentiere. Aber ohne das reale Verständnis dafür, was ich erlebt habe und was ich gefühlt habe, kann man diese ganze Problematik mit dem Abnehmen nicht verstehen, denn es ist etwas Ganzheitliches. Ich weiß, dass mit diesem Buch viele, viele Menschen, die bisher versucht haben, mit irgendwelchen Ernährungsumstellungen auf die Ratschläge von Ernährungsgurus zu hören und was auch immer, die es damit probiert haben abzunehmen, eine wirklich neue Chance bekommen. Und dafür habe ich dieses Buch geschrieben. Dieses Buch beleuchtet das Abnehmen aus einer ganz anderen, ganzheitlichen Perspektive als alle Bücher, die denken, dass eine Ernährungsumstellung die Lösung für das Abnehmen wäre. Nein, so logisch es erscheint, es reicht nicht aus, sich mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen. Es reicht nicht aus, um abzunehmen. Ich habe mit Low Carb abgenommen, ich habe mit High Carb abgenommen, ich habe mit einer Mahlzeit am Tag abgenommen und ich habe auch mit mehreren Mahlzeiten am Tag abgenommen, wo sich die Leute derzeit so dermaßen streiten. Es gibt keine super-duper-Strategie. Klar, es gibt immer Vor- und Nachteile und die sind natürlich auch im Buch enthalten. Die sind aufgeführt, analysiert. Aber wenn man wirklich dauerhaft abnehmen möchte, dann geht das nur ganzheitlich. Und dazu zählt so viel. Und entsprechend ist das Buch auch von der Anzahl der Worte doppelt so mächtig wie meine anderen Bücher. Aber ich habe es euch versprochen und dabei bleibt es auch. Das Buch kostet auch nur, obwohl es doppelt so viel ist, 12 Euro plus 84 Cent Mehrwertsteuer, wie alle meine anderen Bücher. Und ich möchte auch, dass es immer dieser Preis bleibt, egal was ich für ein Buch schreibe, dass jeder weiß, okay, für das Geld bekomme ich das neue Buch von War Spirit. Hier steckt mein Herz drin. Hier weiß ich, dass es sich gelohnt hat zu leben. Ich weiß, das klingt total pathetisch, aber es ist ein ganz starkes Gefühl von mir, hier das Beste hinterlassen zu haben, was ich derzeit weiß. Mit der Quintessenz aus so viel Reflexion und Erfahrung und Leid von 30 Jahren, intensiven Jahren. Ich habe auch wieder einen Titel aus unserer Community genommen, beziehungsweise sogar eigentlich zwei. Denn Endlich Frieden ist von Fabeluna und Abnehmen mit Herz und Verstand von Christoph H.M. Beiden möchte ich, wie ich das auch vorher annonciert habe, ein Buch schenken und ich bitte die beiden, sich bei mir zu melden. An alle anderen auch der Hinweis, das Buch ist das perfekte Weihnachtsgeschenk. Und erst recht, wenn es an die neuen Vorsätze im neuen Jahr geht, ne? Abnehmen. Und man muss auch dazu sagen, das Buch geht weit übers Abnehmen hinaus. Weit übers Abnehmen hinaus. Meine komplette Biografie mit all meinen Niederschlägen und allen Abgründen, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und das ist ein Mensch, den so leicht nichts mehr umhaut und auch das wirst du erreichen. Das Buch ist eben auch etwas für alle, die sich ganzheitlich weiterentwickeln wollen. Abnehmen, das ist eine Facette und quasi der rote Faden im Buch. Wenn man ins natürliche Gleichgewicht kommt, dann wird man automatisch zufrieden, dann verliert man Depressionen und man nähert sich eben auch seinem natürlichen Gewicht an. Und nicht zuletzt wird sich auch das soziale Umfeld verändern, die berufliche Situation. All das wird plötzlich sehr angenehm und unterstützend. Wie man das erreichen kann, das habe ich ja in den Analysekapiteln ausführlich dargestellt. Das ist also einerseits Biografie und andererseits Analyse und ja, Ratgeber würde ich es gar nicht nennen. Denn ich habe immer nur mich betrachtet und mich analysiert und möchte eigentlich nicht in der Position sein, einen Rat zu geben, zumindest anderen. Ich habe mir selber einen Rat gegeben und ausgehend dieser Selbstratschläge kann man sich selber dann was davon ja, nehmen. Ich habe das sehr ausführlich getan, also in allen Facetten so ausführlich, dass es wahrscheinlich wenige Bücher gibt, die so randvoll mit den unterschiedlichsten Ansätzen und Herangehensweisen sind. Jedes Persönlichkeitsentwicklungsbuch oder Abnehmbuch beleuchtet immer nur so eine ganz bestimmte Facette. Hier ist wirklich so ganzheitlich alles drin und nichts weniger wollte ich auch. Von der Analyse der Abnehmmöglichkeiten
als auch die konkrete Dokumentation des Gewichtsverlustes, dem Aufräumen mit Abnehmmythen, einer brillanten Methode, auch seine Vorsätze zu erreichen, über das System der Glückspunkte, das ich auch schon mal in einem anderen Video vorgestellt habe, der offenen Darlegung meines Selbstmordversuchs und meiner Depression, meiner Unzulänglichkeiten und meiner Unzufriedenheit und dem damit assoziierten Leid, was dazu geführt hat, dass ich mich entwickelt habe, bis hin zu interessanten Analysen der Ernährung natürlich, der Nahrung, der Analyse der Sportarten. Ich war bei Dr. Müller-Wohlfahrt, habe mit ihm zusammen was entwickelt. Und auch der Wechselwirkung von Kommunikation und Psyche. Das Buch sagt ja nicht, so, du musst jetzt einfach nur vegan essen oder du isst jetzt High Carb oder mach das oder das. Das Buch zeigt, was ich gemacht habe, zeigt, was dahinter steht und zeigt schonungslos die Realität mit allen Facetten, die dazugehören. Ich wiederhole mich, indem ich sage, das ist das beste Buch, was ich jemals geschrieben habe. Und aus meiner Sicht, und die beinhaltet sehr, 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 sehr viele Bücher, das beste Buch zum Thema Abnehmen und Persönlichkeitsentwicklung, was es gibt. Amazon wird wahrscheinlich wieder aufgrund der hohen Nachfrage mit dem Drucken nicht so schnell hinterherkommen. Zumindest war es das letzte Jahr genauso bei Rohkost vor Lowkost so, gerade in Bezug vor Weihnachten, so dass man schon nach einer Woche von 2 bis 5 Tagen dann plötzlich warten musste, bis das Buch dann on demand nachgedrückt wird. Aber egal wann das Buch kommt, mit diesem Buch beginnt eine neue Zeitrechnung für dich. Das E-Book kann man sich auf jeden Fall sofort runterladen. Also wer das unbedingt möchte oder mich unterstützen will, es kauft vielleicht für Unterstützung, geht natürlich auch sofort. Das E-Book kostet 9 Euro plus Mehrwertsteuer, das andere 12 plus Mehrwertsteuer. Das ist mein Lebenswerk und unabhängig davon, wie gut es verkauft wird, und ich bin mir sicher, dass es sehr gut verkauft wird, würde ich jeden darum bitten, ernsthaft bitten, der das Buch kauft und liest, ein ehrliches Feedback bei Amazon zu schreiben. Ich habe für euch in den letzten Jahren gerne über 2000 Videos produziert mit viel Recherchearbeit und nicht weniger Herzblut. Und ich würde mich einfach wirklich freuen, wenn du dir die Zeit dafür nimmst, ehrlich und respektvoll anderen Menschen mitteilst, was dieses Buch bewirken kann und was dieses Buch in dir ausgelöst hat. Ich möchte damit die Welt verändern und den Menschen Hoffnung geben. Vielen Dank, dein Samu.